Wir sind jetzt bei Warner Brothers Studio und ich würde sagen, wir reden gar nicht viel, wir gehen direkt rein, Let's oder? Go. Schlange ist minimal lang. Minimal. Minimal. Ich hoffe, das geht schnell. Ich auch. Wir haben mit Get Your Guide gebucht und also wir haben nur 4 Stunden Zeit, also fürs Transfer. Das ist schon ziemlich wenig, deswegen müssen wir schon uns zügen. Ich weil weiß wir ja sind nicht. Eine Stunde hin und es ist in dieser 7 Stunden und diese Hin- und Rückfahrt ist auch noch in diesen Stunden drin. Genau. Ja. Jetzt ist eine lange Schlange, jetzt wird es kritisch. Ich hoffe, das geht alles schnell. Also ich bin ein riesen Harry Potter Fan. Und ich tue so. Ja, also was heißt, du hast Nein. ja geguckt. Aber es war nur Spaß. Aber ich habe mit dir die Filme geguckt und die sind echt nicht schlecht. Nicht schlecht? Oh, das ist ja gerade mein Lieblingsfilm einfach runtergemacht. Nein, aber weil ich es geguckt habe, fühle ich es auch ein bisschen. Aber du fühlst es anders, weil du vorne Kind das geguckt hast. Sag ich wäre so eher so wie du Blogs. Ich bin echt gespannt, das ist das erste Mal für uns. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Ich auch gar nicht. Ich bin wie so ein Kleinkind gerade. Ich freue mich, als ob ich keine Ahnung Geburtstag hätte, ehrlich. Nee, toll. Ich habe uns gerade einen Passport geholt für Harry Potter. Und dann kann man sich hier immer so verschiedene Stempel, glaube ich, sammeln. Stempel sammeln, ne? Also ich glaube nur, wenn du das Haus findest oder so vielleicht. Seht ihr mir hier. Auf jeden Fall sieht das richtig geil aus, so für zu Hause. Und das war umsonst? Das war umsonst. Ich hier läuft gerade so hin. Sorry, the yellow. Weil mit Orange hier eingefallen, keine Ahnung warum. Ist das the yellow one? Ich weiß nicht, was das ist. Weil die hat dich ausgelacht, ne? Ja, ich habe ausgelacht, ne? Aber so oft lustig ausgelacht, also nicht auch so. Aber die sehen echt sehr, sehr cool aus. Ja, ne? Ja, cool. Gut? Ich bin ein echter Todesser. Oh, ich weiß gar nicht, was es ist gerade, aber. Nee. Warum? Du siehst so gruseliger aus ohne. Ja, das ist doch cool. Nee, du siehst ohne Maske gruselig. Ja, okay. Freunde, die perfekte Familie. Vom Charakter her passt ihr auch perfekt zueinander. Passwort. Leute, das sieht einfach so unglaublich hier aus. Wirklich, könnt ihr euch die vorstellen, das muss man mal echt gesehen haben. Sammy ist am 7. Himmel und ich sehe so die einzelnen Teile, die ich mich noch erinnern kann vom Film. Das ist so krass. Ja, wenn man es sogar nicht mag, ist es. Also du bist zum Beispiel. Ja. Wir haben gerade so Effekte ja gezeigt. Krass, wie auch dieser Film gedreht worden ist. Voll interessant. Man sieht den Film jetzt ein bisschen mit anderen Augen, finde ich. Der Spiegel, der dir sagt, was im tiefsten Inneren meines Herzens ist. Zeig doch mal jetzt. Was ist es? Schatz, wollen wir deine Erinnerungen sehen? Weiß ich nicht. Was muss ich machen? Einen Zauberstab hier an deine Schläfe halten. Ja. Und dann da rein. Nicht dein Kopf hin. Was denn? Das, deine Erinnerung rausziehen und da rein. Nochmal. Zieh raus. Okay, lass mal. Was haben wir da drin? Oh, Iman. Wohin fällst du rein? Iman, bist du das? Ach, Iman, Scheiße. Das ist deine Zukunft. Du fällst. Ich glaube, wir sollten gehen. Sammy, wo geht's nach Hogwarts? Warte. Hogwarts. Ah, okay. Wir müssen nach rechts. Ja. Da würde ich einziehen. Ich mag Hagrid. Ja. Das sieht gemütlich aus. Sehr gemütlich aus, oder? So richtig einladen. Ich mag Hagrid. Oh. Mein Magier. Wir gehen jetzt in den verbotenen Wald. Und dann geh rein. Kommst du mit? Ja. Ist gruselig. Ja, let's go. Ja, aber doch das mit den Einhörnern. Geh jetzt. Wow. Schatz, du hast Voldemort verpasst.
Voldemort. Sprech es aus. Nicht schlecht, das weißt du noch? Voldemort. Schatz, nutz den Nebel. Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's go. Mach wieder Nacht. Nacht, Tag, Nacht, Tag. Nacht, Tag. Nacht. Okay. Wir sind jetzt mittendrin. Im verbotenen Wald, hast du Angst? Ein bisschen. Aber diese Luft ist wie im Wald, ne? Wirklich hier. Okay. Oh mein Gott, Spinnennetz. Aber ganz groß. Oha! Ich wollte eigentlich da hinzeigen, was wieder bei mir. Verboten. Die Wie, es geht nicht rein? Schieb! Wie, du kommst die neuen 3/4 rein, oder was? Geht nicht? Kommt nicht rein? Leider nein! Ja. Hab ich gar nicht daran erinnern. Was? Harry Potter Gewächshaus? Ja, kannst du dich nicht daran erinnern? Oha. Nee? Was ist los? Das ist ein Groll. Kommen Sie, ich will das nicht, die Armen. Lass den wieder rein! Sammy? Ja. Ich hab deine Verwandten gefunden. Wer? Ja, hier. Boah, die sehen auch so freundlich aus wie du. Schaut sie so fett aus? Schon, ja. Nee, aber vor allem die Gesichtszüge. Ähnelt. Voll. Wer ist das? Dobby in klein? Nein, das ist Voldemort in klein. Ja? Ja, wo er noch keine Kraft hatte. Der sieht aber irgendwie, oder man möchte den irgendwie helfen, obwohl er ist. Hilf ihm die Mann. Aber guck mal, man sieht, wie der atmet. Krass, ne? Ich weiß nicht wieso, aber ich habe ein bisschen Angst vor denen. Warum? Guck doch einfach mal an. Der sieht doch voll sympathisch aus. Sympathisch? Ich finde, der guckt sich ganz sympathisch und nett an. So nach dem Motto, wollen wir heute spielen? Nee, heute nicht. Also nee, irgendwie sind die mir unsympathisch. Findest du? Außer der ist mir sympathisch. Der würde so, der ist der Hilfsbereich. Wenn ich frage, ey, wo ist die Toilette? Ja, kein Problem, ich taxe dir so mäßig, aber die nicht. Okay, das sieht wirklich krass aus. Oder? Ey, ist eine Sache, das im Film zu sehen, und das ist nochmal eine komplett andere Sache, wenn man das im echten Leben sieht, oder? So, wenn man das so sich dann genau angucken kann, alles. Und man ist einfach da. Man ist einfach drin. Ich bin gerade in der Welt von Harry Potter. Aber du bist nicht Harry Potter. Ich wäre auch gerne ein Nebencharakter, ist egal eigentlich. Hauptsache, ich kann zaubern. Ah ja, ich kann auch ganz ehrlich sein, Hauptsache, ich habe einen Zauberstab in der Hand. Das sieht so unglaublich aus. Wow. Haben die es super umgesetzt? Haben die richtig gut umgesetzt, wirklich. Ich bin auch richtig geflasht. Und? Auch wie detailreich, man sieht das auch hier.
Also, ich wollte vorhin nämlich gerade sagen, auf Detail geachtet, ne? Es fehlt gar nichts. Nee, es ist alles nicht echt. Das macht mich so traurig, das kannst du dir nicht vorstellen. Nein. Es ist echt. In deinem Kopf bleibt es echt. Okay, Mann, jetzt halt's mal. Wie die reinscheißen muss. Das sieht unglaublich aus, oder? Das ist der Hammer, ne? Das ist der Hammer. Wir sind wieder draußen. Was ist ein Fazit? Also, Erwartung und Dings, ne? Ich habe ein bisschen mehr noch erwartet, finde ich. Okay. Aber ich kann das nicht so beurteilen, weil du bist der richtige Fan. Und also, als Außenstehender? Fand ich es gut. Sehr gut, also sehr detailreich. Jetzt komme ich so ein Aber. Nein. Die Zeit hat auch gereicht, aber wenn ihr viel fotografieren und filmen wollt, dann könnte es knapp werden. Es war nicht so gut, aber sonst war es eigentlich gut. Ja. Ich gebe so eine 7,58 von 10. Oh. Also ich als riesen Harry Potter Fan muss sagen, ich war begeistert. Also ich wünsche, ich könnte noch mehr Zeit verbringen. Aber dadurch, dass wir hier so eine Tour gebucht haben, ist man gezwungen, die Zeit zu nutzen. Also ich würde sagen, man sollte lieber auf der Homepage die Karten kaufen und sich selber die Zeit sozusagen organisieren und einteilen. Ja, weil für mich war es viel zu kurz als Harry Potter Fan, weil da will man alles sich natürlich genau angucken. Ich wollte mir noch einen Souvenirshop ein bisschen länger angucken und da hatte ich auch nicht mal die Zeit dafür. Stimmt, da hatten wir gar keine Zeit mehr zu reden. Genau, also rund, also an sich lohnt sich krass. Also ich bin richtig happy, es war richtig geil. Also für mich war das ein 9 von 10. So, was ich erwartet habe, noch viel mehr vielleicht so, mit Voldemort und so, vielleicht mehr so dunkle Sachen als so immer nur Harry Potter und Ron Weasley und so weiter, sondern eher so dieser... Ah, okay, weißt, dass man noch Voldemort noch sieht und so, wie er... Ja, so richtig, genau, so mehr auch diese Hintergründe und so weiter, in die Richtung. Aha. Ja, aber an sich, boah, geil, werde ich nie vergessen. Wir sind jetzt beim Big Ben. Guck mal, wie krass der aussieht. Weißt du, dass Big Ben auf Türkisch Muttermal heißt? Ich weiß, dass Ben auf Türkisch Muttermal. Also heißt es ein großer Muttermal. Büyük Ben. Ja. Büyük. Büyük heißt aber Schnurrbart. Echt? Ja. Büyük. Aber das Büyük, also groß. Büyük. Ey. aber wenn du das aussprichst, ne, wenn du das schnell aussprichst, sagst du immer Big Ben. Also wie Big Bang, die Serie. Ja, wie Big Bang Theory. Ich weiß, dass Big Ben heißt. Aber was ist Big Bang? Ich weiß nicht, aber in echt, Freunde, ich weiß nicht, ob das auf Kamera zu sehen ist, sieht das noch krass aus, oder? So goldener so. So goldener, ja, finde ich auch. Also größer, mächtiger. Ah, wieder so ein Bus. Ich liebe die. Mann, ich dachte, du reist auf die Straße. Hast du gerade voll den Schiss hattest. Ja, ich hatte richtig Schiss. Ich finde aber, ja? So die Stadt hier sieht echt wunderschön aus. Ist egal, welche Richtung du guckst, es sieht einfach futuristisch aus. Ja? Real Talk, ich hätte nicht gedacht, dass mir England so gefallen würde, weil das so, also ich bin eher so der Typ, der im Süden gerne ist, zum Beispiel Spanien, und ich muss sagen, dass England die Menschen eigentlich voll cool drauf sind, lässig würde ich sagen, die sind sehr lässig. Ja, und sehr freundlich. Also ja. Ich hätte das eher zum Beispiel in Barcelona erwartet. Da war es nicht so. Und da war es tatsächlich nicht so. Und hier ist es sehr Multikulti und alle sind so miteinander so richtig cool drauf. Finde ich auch. Also bis jetzt bin so ich... Gelassen. Also bis jetzt bin ich begeistert und zum Glück spielt das Wetter mit, weil London ist gleich Regen eigentlich. Es hat ein bisschen genieselt. Genieselt, ja. Aber nur ganz kurz. Aber es gehört irgendwie auch zu London dazu. Hier regnet es eigentlich immer gefühlt jetzt. Ja. Aber wir hatten bis jetzt super Glück. Ja. Es ist so schön. Es ist wirklich schön. Also hier könnte man wirklich 3, 4, 5 Tage bleiben. Finde ich auch. Und richtig genießen. Also falls ihr eine von mir jetzt sagt, falls ihr mal so 4, 5 Tage irgendwo hin wollt, wo es einfach nur schön ist, wo ihr einfach nur durch die Stadt lauft und denkt, das ist richtig einfach nur schön, dann kommt ihr hin.
ja, finde ich. Aber solange das Wetter natürlich mitspielt, ne? Ich glaube, ja, würde es jetzt reden, würde ich genau ganz andere Sachen sagen, oder wir. Aber guck mal, das Wetter ist jetzt nicht, dass die Sonne scheint so richtig und warm ist, sondern es ist normal, es ist normal. Hauptsache, es regnet nicht. Ja. Aber es ist wunderschön. Guck mal, selbst mit dieser Aufnahme, wie geil das hier alles gerade aussieht. Oder hier machen auch alle Bilder. Überall gibt es Leute, die Bilder machen. Und ich finde das so lustig. Aber es ist wirklich auch atemberaubend. Also es gibt immer so verschiedene Orte. Es gibt sehr viel Geschichte, also Shoppingmöglichkeiten, zum Spazieren gehen, Essen. Also hier gibt es wirklich alles. I like it. Das wollte ich mal sagen. Yeah, you like it a lot, Lotte. I like it a lot. English breakfast tea with milk. Wir sind jetzt bei Mayfair Chippy und essen Fish and Chips. Ich habe das schon mal gegessen, aber schon so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Du? Ich zum ersten Mal. Ich habe das noch nie gegessen. Soll richtig gut sein. Und meistens in so Gassen und ganz kleine Läden sind die besten. Deswegen bin ich gespannt. Okay. Boah, Leute, das riecht so gut hier, ne? Und es ist zwar richtig voll, aber wir haben einen perfekten Platz hier an der Wand. Ich mag das. Aber geile Atmosphäre hier so, ne? Ja, richtig cool. So ein bisschen oldschool. Hier stehen so viele Sachen, Leute, guckt das mal an, das sind alles Gerichte, aber ich will einfach nur das, was hier irgendwie jeder fast hat, ja, und ich glaube, ich frage einfach, was das ist. Ich auch. So einfach das, was alle haben. Das ist einfach so ein Fisch mit so drei Dips, ne? Genau, so drei. Frittierter Fisch? Frittierter Fisch, also richtig fett frittiert, also richtig riesig. Und so dickere Pommes dazu. Boah, das ist jetzt schon lecker. Ja. Hallo. Das ist Platz-Update, aber hier ist auch schön. Jetzt sitzen wir in der Ecke, auch so in den Ecken und Wände. Ja, ich liebe es, so in der Ecke zu sitzen, ne? Ey, komm mal bei Tasche auf. Das Essen sieht so gut aus. Jeden Tag essen wir das. Ah, ich will das jetzt. Das ist schön. So also kurz sneaken. Das ist ich will dann aber dasselbe. Ja. Das Essen ist da. Ey, guckt euch aber erstmal diese Größe an. Wie lang? Das ist wie mein Unterarm. Das sieht unglaublich groß aus. So, jetzt hier mit Remoulade schön. Das kommt so mit drei verschiedenen Soßen. So Zwiebelsauce, Guacamole und Remoulade. Boah, du sagst Guacamole. Guacamole. Jetzt kommt ein Geschmackstest. Und? 12 von 10. So gut. Richtig zart. Und saftig. Du hast auch Remoulade hier noch. Wir mögen keinen Fisch eigentlich. Und das schmeckt nicht so fischig, sondern einfach so paniert. Einfach geil. Oder, okay. Paniert, saftig, kross und innen nicht kross, also innen weich. Ey, das sieht nicht sehr, sehr gut aus. Und die Pommes? Einmal mit. Oh, dann knusprig und jetzt saftig. Wie gesagt, Zwiebelsauce. Lecker. Ja. Das ist so eine Mischung aus Zwiebelsauce und ein bisschen die Rahmsoße. Ja. Oh mein Gott. Okay, krass. Okay, warte, warte, jetzt muss ich auch probieren. Jetzt. Hallo, ich will auch. Okay. Ich will auch probieren. Und? Geil, ne? Wie du gesagt hast, saftig, aber auch kross. Das also, sieht so gut aus, Leute. Guck mal. Also ist sehr, sehr lecker, diese Zwiebelsauce. Ich glaube, wir noch haben. Die Soße ist krass. Die Zwiebelsoße, ne? Die ist echt. Die schmeckt anders, aber nicht so richtig doll zwiebelig, sondern auch rahmig. Nee, das ist kein Guacamole. Was denn? Das ist so erbsenpüriert. Oh, ist auch geil. Erbsenpüree. Erbsenpüree. Das sah so aus wie Guacamole, aber es ist Erbsenpüree. Erbsenpüree. Ja. Das ist jetzt auch nur Erbsenpüree. Das ist genau, was wir machen. Oh, das schmeckt so sämig, ne? Wie so Erbsensuppe. Voll geil. Also 10 von, also klare 10 von 10, eine klare Empfehlung. Das ist einfach nur noch wegflexen und dann ein Fazit später ziehen. Aber ich will erstmal essen, du auch? Ja. Ist schön warm? Let's go, immer. Wir müssen jetzt. Okay. Perfekt. Oha. Ich gebe auch einen Michelin-Stern. Maschallah. Ja, wirklich. Okay, Friends, wir sind wieder draußen. Also insgesamt haben wir 61 Euro. Dollar. $61 bezahlt, das ist echt viel. Ja, aber ich muss sagen, es waren Preise wie überall hier. Es ist überall relativ teuer in London. Also ich finde London an sich sehr, sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Aber es ist schon sehr teuer. Also 61 ist schon sehr krass. Weil das ist ja eher so ein Streetfood-Essen, finde ich. So man sieht durch. Dafür ist es sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Also sehr, sehr, sehr. Ja. Also 30 Euro wäre schon so teuer. Ist normal doch teuer. Teuer. Aber 60 Euro ist schon so eine. Wow. Das ist ja mehr ein Luxus, das ja, so, aber so 5-Gänge-Menü. Ja, deswegen.
Also ja, schon. Also ich finde wirklich, also es war sehr, sehr lecker, aber nichts der Welt schmeckt. 60 Euro. Also kein Fisch, Fisch und Chips schmeckt, glaube ich. 60 Euro wert. 60 Euro wert? Ja. Das war teuer, doch. Krass, war doch, also 30 Euro pro Person. Und es war ja nur ein, also ein großer Fisch. Ja. Pommes mehr, nicht. Ja, that's it. Hätten wir so ein paar Getränke gehabt, aber. Nein, wir auch nicht. Nee. Oder Vorspeise oder Nachspeise. Teuer. Was machst du da? Mach die Schubladen auf, ich steh da mal auf. Oder greif rein. Ey Leute, hat sich erschrocken. Also, oh, Junge, übertreib doch nicht.